Einen schönen Nachmittag aus Linz. Mein Name ist Alexander Moschen und ich leite die Universitätsklinik für Innere Medizin 2 mit Schwerpunkt Gastroenterologie und Hepatologie am Kepler-Universitätsklinikum. Eines meiner Schwerpunkte ist die Mikrobiomforschung und insbesondere die Interaktion zwischen Mikrobiom und Wirt und Wirt und Mikrobiom. Und in den letzten Jahren hat sich herausgestellt, dass es insbesondere, was die neueren Krebstherapien, sprich Immunonkologie betrifft, diese Interaktion eine zentrale Rolle spielt. In den nächsten paar Minuten werde ich Ihnen allerdings einen bisschen weiteren Überblick über die Rolle des Mikrobioms in der Krebsentstehung mit einem besonderen Fokus auf das Kolorektalkarzinom gehen und dann Ihnen versuchen, etwas näher zu bringen, wie diese komplexen Zusammenhänge zwischen Mikrobiom und den neueren Krebstherapien aussehen könnten. Wenn wir uns zurückerinnern ans Studium, so haben wir gelernt, dass die Entstehung des Kolorektalkarzinoms einer ganz speziellen Sequenz, in der Regel einer ganz speziellen Sequenz unterliegt. Wir haben minimale Veränderungen am Epithel. Diese wachsen sich über die Zeit zu einem Adenom aus. Innerhalb dieses Adenoms entstehen über die Zeit höhergradige Dysplasien bis schließlich potenziell ein invasives Karzinom entstehen kann. Darin begründen sich letztlich auch alle Screening-Empfehlungen, was die Prävention des Kolorektalkarzinoms betrifft. Heute wissen wir molekular viel, viel mehr, denn in dieser Sequenz stehen hinter dieser Sequenz stehen pathophysiologisch ganz, ganz zentrale Mechanismen. Wir wissen natürlich alle, dass Tumorentstehung immer etwas mit Mutation an der Erbsubstanz zu tun hat. Im Gastrointestinaltrakt spielt sich hier die zentrale Rolle hier unten an der intestinalen Stammzelle ab, denn nur Mutationen, die sich in die Stammzelle penetrieren, können sich tatsächlich dann auch weiter auswachsen in ein Kolorektalkarzinom. Und aus diesem Grund liegen diese Stammzellen auch geschützt hier am Kryptengrund. Der zweite wesentliche Mechanismus, der hier eine Rolle spielt, ist der sogenannte Beta-Catenin-Pathway. Das sind Zell-Zell-Verbindungen, die da über Zell-Zell-Signale intrazellulär zu bestimmten Signalkaskaden führen. Und der letzte treibende Mechanismus, der mindestens genauso wichtig ist, ist eine Art der chronischen Entzündung. Und wenn Sie sich hier diese vielen Pfeile ansehen, so muss man sagen, das ganze System ist sehr komplex, dass sowohl nutritive Faktoren als auch mikrobielle Faktoren sich auf alle Ebenen dieses Kreislaufes und auf alle drei Pathomechanismen auswirken können. Das macht die Erforschung dieses Gebiets insbesondere relativ komplex, da in den Grundlagenstudien zumal meist auf eine einzelne dieser Mechanismen fokussiert wird. Hier nochmals dargestellt, diese typische Entwicklung des sporadischen Dickdarmkrebses über den Polypen, über das Adenom mit hoch- und niedriggradigen Dysplasien hin zum Karzinom. Mein Schwerpunktsgebiet ist allerdings nicht die Onkologie, sondern chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Und chronisch entzündliche Darmerkrankungen sind mit einer anderen Art von Kolorektalkarzinom assoziiert, dem sogenannten Colitis-assoziierten Karzinom, das etwas anders wächst und meistens relativ vielfältiger wächst. Denn hier führt die chronische Entzündungsreaktion, das wissen wir heute auch, zu einer Dedifferenzierung oder zu einer Rückdifferenzierung von bereits differenzierten Zellen zu einem Stammzellphänotyp und des Etagen entlang dieser Krypten-Villus-Achse, wo diese Zelltypen eigentlich nichts verloren haben und wo sie natürlich viel höheren Konzentrationen dieser luminalen Noxen ausgesetzt sind, was dazu führt, dass diese Colitis-assoziierten Karzinome nicht nur weit oben, sondern also weit oben wachsen und somit eine flachere Morphologie haben, sondern an vielen Stellen gleichzeitig wachsen. Was wir gelernt haben aus der Entzündungsimmunologie in den letzten Jahren ist, dass die beste
Krebsprävention, was das Colitis-assoziierte Karzinom betrifft, natürlich in einer effektiven antientzündlichen Therapie liegt, da bestimmte Kreisläufe oder bestimmte Signalkaskaden aus dem NF-kappa-B-Pathway und dem Interleukin-6-DAT-3-Pathway hier eine ganz zentrale Rolle in dem Vorantreiben des Kolorektalkarzinoms, des Colitis-assoziierten Karzinoms spielt. Und wenn man sich hier die Daten ansieht, über das Krebsrisiko von Patientinnen und Patienten mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, so zeigen hier riesige Kohorten aus Skandinavien mit 178 Millionen Patientenjahren, dass das Risiko für das Auftreten des Colitis-assoziierten Kolorektalkarzinoms heute und effektiven Therapien bei Colitis- und Crohn-Patienten in der ersten Zeit sogar unter jenen der Hintergrundbevölkerung liegt, da diese Patientinnen natürlich in diesem Alter deutlich besser überwacht sind als die Hintergrundbevölkerung. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Rolle spielt hier das intestinale Mikrobiom in der Entstehung dieser Zellen? Und hier gibt es ganz, ganz spannende Erkenntnisse, nämlich dahingehend, dass es unterschiedliche Keime gibt, die über unterschiedliche Mechanismen zum Entstehen des Kolorektalkarzinoms beitragen. Darüber kann man natürlich ganz, ganz viel erzählen, weil wir heute schon viel wissen. Ein spannendes Bakterium ist hier und ein gut erforschtes Bakterium ist hier beispielsweise Fusobacterium nucleatum, das über Zell-Zell-Interaktion in Zellen aufgenommen wird und nicht nur im Primärtumor, sondern auch in den Metastasen zu finden ist. Andere Bakterien führen eher über die Anregung von Entzündungskaskaden zu DNA-Schaden und einer Perpetuierung der chronischen Inflammation, während beispielsweise bestimmte Keime wie BKS-positive Escherichia coli zu typischerweise DNA-Schäden in Bereichen führen, wo es nicht sein soll, eben dort an Kryptengrund, wie ich bereits berichtet habe. Spannend ist auch, dass diese Bakterien, also beispielsweise dieser BKS-positive E. coli, kommt in fast 70-80% aller Patientinnen und Patienten mit Kolorektalkarzinom vor, aber nur in 20% von jenen Patienten, die das nicht haben. Und wenn man allerdings in den Darm schaut und nimmt hier Patienten her, die eine genetische Form eines Kolorektalkarzinoms haben, nämlich eine familiäre adenomatöse Polyposis, dann zeigt sich noch etwas ganz Besonderes, nämlich dass genau an jenen Stellen, wo diese Polypen sind, über diesen Polypen bestimmt Schleimkappen entstehen. Und diese Bakterien sind nicht nur arbiträr im Gastrointestinaltrakt verteilt, sondern sie sammeln sich genau spezifisch topisch eben an jenen Polypen an. Und das sind genau jene Keime, die dann letztlich dann auch die Muttergenese und die Entzündung dort lokal vorantreiben, wo letztlich dann auch die Kolorektalkarzinome bei jenen Patienten entstehen. Wenn man dies weiß, dann muss man sagen, welche Rolle zum Beispiel spielt denn Colibactin, also dieses BKS-positive Kassette nun bei der Entstehung eines Kolorektalkarzinoms, und das sind ältere Daten aus Professor Jospins Lab und von Chanel Arthur, die hier gezeigt haben, dass wenn man Mäuse nimmt und man Interleukin-10-Knockout-Mäuse mit einer sporadischen Inflammation im Darm und man gibt jenen Mäusen, man füttert diese Mäuse mit BKS-positive E. coli, so führt es entzündungsunabhängig zu einer starken Zunahme, von Kolorektalkarzinomen. Was man zuletzt auch zusätzlich gezeigt hat, ist, dass diese Genotoxine, die aus dieser Kassette herrühren, nicht arbiträr Mutationen ins Genom einbauen, sondern an ganz spezifischen Stellen hier mit relativ spannenden Spheroid-Organoid-Modellen getestet. Also wir verstehen heute relativ gut, welche Genkassetten und welche Funktionen für diese Genotoxizität verantwortlich sind. Und da sind wir schon sehr nah am Mechanismus. Also es ist immer wichtig zu verstehen, was diese Mitbewohner in uns machen. Und wenn wir sagen, wir verstehen einen Mechanismus und dieser Mechanismus hat was mit einem Enzym zu tun, dann ist es auch möglich, gewisse Enzymfunktionen mit kleinen Molekülen zu blockieren. Und das kann man auch. Man kann diese BKS-Enzymfunktion mit Boronsäure blockieren. Und wenn man das tut, dann sehen Sie das hier. Das ist auch vor einiger Zeit gezeigt worden, dass man die Entwicklung von Kolorektalkarzinomen über
die Blockade eines bakteriellen Enzyms verhindern kann. Und das ist relativ spannend, weil dort sind wir jetzt nicht in der Behandlung, sondern in der Prävention von Dickdarmkrebs. Damit möchte ich die Pathophysiologie des Kolorektalkarzinoms und die Rolle des Mikrobioms beim Kolorektalkarzinom bereits betrifft, und diese Studie hier kennen Sie vermutlich alle. Das ist eine Studie, die ebenfalls schon wieder vor 2-3 Jahren publiziert wurde, wo man 249 Patienten mit unterschiedlichen mikrosatelliteninstabilen Tumoren einer PDF-Therapie zuführte und diese Patienten dann danach stratifizierte, ob sie während der Behandlung ein Antibiotikum bekommen haben oder nicht. Und wenn Sie hier diese Kurve anschauen, das ist Overall Survival, dann sehen Sie, wie stark diese Überlebenskurve divergiert, nur in Abhängigkeit davon, ob diese Patienten im Laufe ihrer Therapie eine Checkpoint-Inhibitor-Therapie bekamen oder nicht. Jetzt wäre dies nicht im Science publiziert worden, wären nicht relativ ausführliche zusätzliche Experimente durchgeführt worden, natürlich wieder sehr ausführliche Mikrobiomanalysen, wo man gezeigt hatte, das Ansprechen oder Nicht-Ansprechen hängt sehr stark vom Vorhandensein bestimmter Keime ab, Keime, die man in anderen Gebieten schon lang kennt, wie beispielsweise Akkermansia muciniphila oder Enterococcus hirae. Und wenn man dann wieder ins Tiermodell gegangen ist, ein ähnliches Modell, wie wir es bereits vorher gesehen hatte, und man nimmt diese Standardmäuse und keimfreie Mäuse, behandelt diese antibiotisch und beimpft die Därme dieser Mäuse mit dem Stuhl von Mäusen, von Ansprechern und Nichtansprechern. So sieht man auch hier wieder das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von bestimmten Keimen führt zu einem besseren oder schlechteren Ansprechen. Aber hier schon sehr erstaunlich. Hier hat man gesehen, wenn man diese Keime supplementiert, Akkermansia oder Enterococcus hirae, dann wachsen die Tumoren deutlich schlechter. Dann hat man sich auch zusätzlich überlegt, welche Mechanismen hier eine Rolle spielen könnte, und konnte bereits in dieser Studie zeigen, dass wenn man Interleukin 12 blockiert, Interleukin 12 ist ein Zytokin, das T-Helferzellen-Antworten über den Transkriptionsfaktor TBET in Richtung T-Helferzell-1-Antwort, einer Interferon-Gamma-positiven Antwort, differenziert. Und wenn man das gemacht hat, so konnte man den Effekt vollkommen blockieren. Und damit leitete man wieder eine wichtige Frage ab. Ja, gibt es gewisse Keime, die T-Helferzellen und insbesondere zytotoxische T-Zell-Antworten Richtung Interferon-Gamma können? Und hier hat sich eine japanische Gruppe relativ ausführlich damit auseinandergesetzt. Über komplexe Methoden in der Maus hat man humanen Stuhl transplantiert und geschaut, welche Keime sind in der Lage, besonders effizient Interferon-Gamma positive zytotoxische T-Zellantworten zu generieren, und hat hier unterschiedlichste Keime identifiziert, viele Keime, die wir schon kennen. Wir interessieren uns sehr viel als Diepes-Typen, und hat hier einen Mix aus 11 Keimen identifiziert, die das besonders gut können. Was hat man dann weiter durchgeführt? Man hat dann wieder diese bereits bekannten Experimente in der Maus durchgeführt, indem man hergegangen ist und Mäusen Tumorzellen implantiert hat, und diese Mäuse hat man dann mit unterschiedlichen Kombinationen aus Antikörpern plus minus diesen 11-Mix behandelt. Und was Sie hier sehen können, vielleicht relativ einfach, hier diese gelbe Linie, ist die Kurve, wie diese Tumoren wachsen ohne Therapie. Und wenn Sie hier schauen, in dieser blauen Linie, das ist die Hemmung durch einen Checkpoint-Inhibitor. In diesem Fall war das eine PD-1-Blockade. Und hier diese rote Linie, wenn Sie zusätzlich zum Checkpoint-Inhibitor diesen 11-Mix dazugeben, wo Sie dieses Wachstum fast vollständig unterdrücken können. Und für mich besonders erstaunlich,
dass dieser Effekt unabhängig von dem zugrunde liegenden Checkpoint-Inhibitor war, denn es war unabhängig davon, ob Sie mit Anti-PD-1 oder mit Anti-CTLA-4 behandelt haben. Diese sind natürlich wichtige Daten, denn der nächste Schritt wäre natürlich dahingehend, dass man sagt, dass man über eine spezifische Mikrobiom-Manipulation diese Therapien in bestimmten Patienten, die schlecht ansprechen, oder in allen Patienten effizienter macht. Das würde aber natürlich wieder beinhalten, dass wir Patienten, Tumorpatienten, die relativ vulnerabel ist, doch lebenden Keimen aussetzen müssen. Und da stellt sich wieder die Frage, können wir das nicht besser machen? Und wie machen denn das diese Keime, dass sie diese T-Zell-Antworten sozusagen giftiger machen, was die Tumorabwehr betrifft? Und da hat eine andere Gruppe ebenfalls relativ rezent gezeigt, dass dies vielleicht mit einem bakteriellen Stoffwechselweg zu tun hat, nämlich mit der Produktion von Inosin. Und Inosin ist in der Lage, an Adenosin-2-Alpha-Rezeptoren auf zytotoxischen T-Zellen zu binden und diese dann und deren Potenzial für zytotoxische T-Zell-Antworten zu steigern. Also das ist auch eine sehr spannende Studie, denn sie zeigt, dass wir auch potenziell über die Modulation des bakteriellen Metabolismus dieselben Effekte erreichen können, die wir erreichen können, wenn wir die Keime selbst geben. Und damit komme ich bereits zum Ende von meinem Vortrag und zur ersten vielleicht doch relevanten Anwendung, was klinischen Anwendung, was das Ganze betrifft. Und das ist eine Studie, es sind heuer zwei Studien im Frühjahr publiziert worden zu diesem Thema, wo man auch einen interessanten Ansatz gewählt hat. Man hat 15 Melanom-Patienten genommen, die refraktär auf eine Anti-PD-1-Therapie waren, die mit Pembrolizumab behandelt wurden. Und dann hat man diese zur Woche 0 eine Stuhltransplantation durchgeführt, und zwar mit dem Stuhl von Menschen oder von anderen Patienten, die auf die Anti-PD-1-Therapie angesprochen haben, und zwar zweimal, einmal zur Woche 0 und einmal 3 Wochen später. Und immerhin haben 6 von 15 Patienten, die initial oder die nicht mehr auf diese Therapie oder nicht angesprochen haben, dann wieder auf diese Therapie angesprochen, und 3 von 10 Patienten in der zweiten Studie, die parallel dazu publiziert wurde. Also über die Modulation des Mikrobioms kann man eventuell die Anzahl jener Patienten, die sich für eine solche Therapie potenziell eignen, steigern. Für mich persönlich eine persönliche Lehre daraus ziehend, insofern interessant, als dass man sagen muss, es ist schon erstaunlich, wie immunologische Prozesse im Darm letztlich die Immunologie weit außerhalb des Darms beeinflussen können. Stuhltransplantation spielt vielleicht noch eine weitere Rolle. Sie wissen, dass einige dieser Checkpoint-Inhibitoren natürlich als Nebenwirkung autoimmunologische Phänomene machen können, den Darm betreffend, die Haut betreffend, die Hypophyse betreffend, die Leber betreffend. Und das scheint ebenfalls ein mikrobiomabhängiger Prozess zu sein. Und hier in einer Fallpräsentation, in einer Fallsammlung aus dem Nature Medicine von 2018 wurde gezeigt, dass doch einige Patienten, die vielleicht schwer behandelbar sind, auch von einer Stuhltransplantation profitieren könnten. Und damit hoffe ich, dass ich Ihnen einige spannende Einblicke aus dem Zusammenhang des Mikrobioms in der Krebsentstehung und potenziell zukünftig als supportiver Beitrag für moderne Therapien liefern kann, und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Moschen. Ich hoffe, die Technik funktioniert soweit wieder. Wir hatten leider eingangs einige Probleme, aber ich darf mich nun zuschalten und habe noch Ihren Vortrag genießen können. Also vielen herzlichen Dank an die Zuschauer. Noch herzlich willkommen an alle zur heutigen How I Treat Session, der ersten im Wintersemester. Wir starten mit technischen Herausforderungen, also es kann nur noch besser werden. Mikrobiom und Immuntherapie. Es sind über 50 Teilnehmer mit dabei. Ich schaue gerne in den Chat, ob es irgendwelche Fragen gibt. Derzeit keine. Und für mich war jetzt enorm faszinierend an Ihrem Vortrag, dass man mit der Stuhltransplantation die Effizienz der Immuntherapie steigern oder wiederherstellen kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist ja ein Paradigmenwechsel eigentlich. Und wenn ich das richtig verstanden habe, auch die Nebenwirkungen modulieren, insbesondere die Nebenwirkungen am Darm. Ja.
Das ist korrekt. Das ist das, was diese Studien zeigen. Es gibt aber mittlerweile relativ schöne Daten auch bei der Graft-versus-Host-Reaktion, wo man mitunter in schwierigen refraktären Fällen diese Ansätze versuchen kann. Ich sage immer, ich glaube nicht, das ist ein Ansatz, der standardmäßig durchgeführt werden sollte, sondern schon etwas, wo es noch keine klaren Empfehlungen gibt und vielleicht im Setting einer klinischen Studie oder doch eines Zentrums, wo man diese Fälle dann sammelt und dann der Allgemeinheit weiter mitteilen kann, sodass wir alle was daraus lernen können. Grundsätzlich glaube ich immer, dass gerade das, was, also ich bin da schon ein bisschen neidig auf die Onkologen, muss ich sagen, denn ich glaube, in keinem Gebiet ist die Mikrobiomintervention momentan, was die Klinik betrifft, so weit wie in der Onkologie. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg. Was immer meine Ansicht ist als Immunologe, das Immunsystem ist nie schwarz oder weiß, das ist Yin und Yang und ergänzt sich gegenseitig, so wie Checkpoint-Inhibitoren als Nebenwirkungen Autoimmunität machen und wir aber die Effizienz der Checkpoint-Inhibitoren auf der sozusagen Abwehrseite steigern können, so glaube ich auch, dass es in Zukunft möglich sein wird, auch antientzündliche Therapien über das Mikrobiom zu manipulieren und effizienter zu machen. Und während natürlich bei den Krebstherapien als Nebenwirkung die Autoimmunität im Vordergrund steht, so wird dann bei den antientzündlichen Therapien die Tumorentstehung dann als Problem im Vordergrund stehen. Und somit werden wir weiterhin, glaube ich, intensiv zusammenarbeiten müssen, um das Beste für unsere Patienten herauszuholen. Das ist schon fast ein perfektes Schlusswort. Mit einer Frage möchte ich, aber einer ganz kurzen Frage, bevor wir zum Reinhard Tumor kommen, möchte ich noch anschließen. Und zwar, wir wissen ja, mikrosatelliteninstabile kolorektale Karzinome sind insbesondere jene, die sehr immunogen und gut auf die Immuntherapie ansprechen. Gibt es Daten, wo man bei genau diesem Patientenkollektiv das Mikrobiom untersucht hat? Weil das müssten ja jene sein, die auch ein, unter Anführungszeichen, immunogenes Mikrobiom haben. Mir sind diesbezüglich keine Studiendaten bekannt. Allerdings glaube ich, wäre das durchaus spannend, das sich mal anzuschauen. Vielleicht weiß Kollege Dummer da mehr darüber. Mir sind keine Studien, aber es ist eine interessante Frage. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass hier ein Zusammenhang besteht. Gut, vielen herzlichen Dank, Professor Moschen, für den extrem spannenden Vortrag. Wir gehen im Sinne der Zeit nun weiter. Professor Dummer, Herr Reinhard, es freut mich, dich wieder mal in unserer Session zu sehen, dass wir dich als Experten, weltweiten Experten, ich habe gerade heute in unserem Team gesagt, ich glaube, monatlich ein New England Paper reicht bei dir schon gar nicht mehr, dass wir dich heute bei uns haben mit dem Update über die Melanome. Da gab es ja jetzt auch kürzlich am ESMO extrem spannende Dinge und ich darf dich gleich bitten um deine Ausführungen. Und vielen Dank, dass du mit dabei bist. Ja, sehr gerne. Also es freut mich wieder mal bei euch sein zu dürfen. Und ich muss auch sagen, ich habe den Vortrag von meinem Vorgänger sehr, sehr genossen. Also ich finde es sehr spannend. Wir haben jetzt mit unseren Gastroenterologen wirklich auch angefangen, die ersten Stuhltransplantationen durchzuführen. Also technisch scheinen die das sehr gut zu können. Wir haben auch bei uns ein paar Spender identifiziert und machen das so als individueller Heilversuch in letzter Minute sozusagen, was natürlich noch nicht die optimale Setting ist. Also wir planen auch eine klinische Studie aufzusetzen dazu. Also sicher ein spannender Ansatz und welches Bakterium und welches Metabolom dieser Bakterien dann für welchen Darm passt, da glaube ich, sind wir noch weit davon, das zu verstehen. Aber es ist super spannend, also mir gefällt es sehr. Nun, also ich habe jetzt hier mir vorgenommen, ein bisschen was zum Melanom zu erzählen und ich komme gerade von der ESMO und zufälligerweise hatte gerade Christo die Akte Triumph verhüllen dürfen und ich war wirklich sehr, sehr beeindruckt, dies so zu sehen und ich finde ehrlich gesagt, also mit dieser Hülle sieht der Akte Triumph fast noch besser aus wie in Wirklichkeit, aber es gab auch wirklich auch viele andere Dinge zu sehen in Paris, zum Beispiel Dinge, die wirklich unsere Guidelines umschreiben werden, also hier sind zum Beispiel die Empfehlungen für die adjuvante Therapie unserer Patienten mit primären Melanomen, die eigentlich nur bei positiven Sentinel-Node-Befunden eine adjuvante Therapie bekommen, wenn das Risikoprofil passt. Und da haben wir schon ein Problem in diesem Zusammenhang. Wenn man nämlich die Überlebenskurven und die Prognose der Primärtumoren vergleicht versus Patienten mit
Lymphknotenbefall. Und diese Kurven sind insofern besonders, weil es zum ersten Mal Kurven sind, bei denen die Patienten auf der linken Seite, also nur Primärtumor, wirklich gestaged sind, einschließlich Sentinel-Lymphknotenbiopsie. Also das sind Patienten, die diese Primärtumorinformation haben, bei einem histologisch dokumentierten negativen Sentinel-Node, also ein N0. Da sieht man, dass trotz eines negativen Sentinel-Nodes doch das Risiko, Metastasen zu entwickeln und dann daran zu versterben, doch signifikant ist. Also wir sehen hier also 20% bei den dicken Primärtumoren, aber auch bei den dünneren sind wir, also ab dem PT2B sind wir bei 5-Jahres-Überlebensraten von 88%. Und das zeigt uns doch deutlich, dass es auch ohne Lymphknotenbefall gefährlich werden kann. Und auf der anderen Seite nochmal aufgelistet die Ergebnisse bei positiven Sentinel-Node. Und wir sehen, dass zum Beispiel die N1A-Patienten eine bessere Prognose haben insgesamt als die Patienten mit einem T4B. Also ist eigentlich so, wie die Zulassungsverhältnisse heute sind, nicht logisch, dass wir Lymphknotenmetastasenpatienten behandeln können, während wir Lymphknotennegative Patienten nicht behandeln können. Und deswegen sind auch entsprechende Studien unterwegs. Und die erste dieser Studien, die ist jetzt berichtet worden bei der ESMO, und es ist eigentlich ein sehr erstaunliches Ergebnis, das wir gleich sehen werden. Hier nur mal kurz das Studiendesign, sehr einfach, knapp 1000 Patienten 1:1 randomisiert versus die Standardbehandlung mit Pembrolizumab fixed dose und versus Placebo und dann Follow-up, und der primäre Endpunkt war das rezidivfreie Intervall per lokaler Review, und die anderen Endpunkte sind im Moment noch nicht so lustig, noch nicht so verfügbar. Besteht auch die Möglichkeit eines Crossovers für die Patienten, die dann wieder resizierbar werden. Also das ist das Studiendesign, und jetzt bei relativ kurzen Follow-up haben wir die ersten Daten. Hier mal zunächst noch die Patientencharakteristika. Etwas ältere Patienten wie sonst in adjuvanten Studien, was damit zu tun hat, dass wir hier eigentlich bei den Älteren die dickeren Tumoren häufiger sehen, vor allem bei den Männern. Und wir sehen auch, dass die Population ein bisschen zugunsten der Männer verschoben ist. Und dann hier die T-Kategorien, was also dann in ein Stadium 2b oder 2c resultiert. Gut, wir haben hier eine relativ kurze mediale Follow-up von ungefähr einem Jahr. Und dann sehen wir hier schon die Ergebnisse für das rezidivfreie Intervall. Trotz der kurzen Nachbeobachtungszeit ein deutlicher Unterschied zum Vorteil der Pembrolizumab behandelten Patienten. Und das ergibt hier eine Hazard Ratio für das Progression-Free Survival von 0,65, eigentlich mehr oder weniger identisch, wie wir das bei lymphknotenpositiven Patienten gesehen haben. Also sehr klare Daten schon in der ersten Auswertung. Und ich muss sagen, das hat mich schon etwas überrascht. Ich hätte eigentlich erwartet, dass gerade in diesem Kollektiv die Vorteile der adjuvanten Immuntherapie später zu sehen sind. Dann die Subgruppenanalyse, ein bisschen auffällig hier bei der T-Category, dass der Vorteil bei den T4B-Patienten nicht klar zu sehen ist, aber ja, man erkennt schon die Standardabweichungen sind eigentlich überlappend, also es ist abzuwarten, was da sein wird. Wahrscheinlich wird das bei der nächsten Auswertung sich ausgleichen. Das ist jedenfalls das, was ich erwarte. Ich weiß nicht, ob wir eine besondere Biologie erwarten bei den sehr dicken ulzerierten Primärtumoren versus den T3B zum Beispiel. Also das würden wir eigentlich nicht erwarten. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Und ansonsten eigentlich keine Überraschungen. Wie sind die Rezidive beobachtet worden? Also prinzipiell sehen wir deutlich weniger Rezidive. Wir sehen eine deutliche Reduktion der Fernrezidive und der lokalen Rezidive. Also die Immuntherapie wirkt in beiden Compartments, auch bei den Fernmetastasen. Und ich glaube, das ist besonders wichtig. Das zeigt uns heute auch, dass die Ergebnisse nicht darauf zurückzuführen sind, weil man in der Sentinel-Lymphknotenbiopsie den falschen Lymphknoten identifiziert hat.
Und ich glaube, es ist wirklich ein seriöser und klar dokumentierter Einfluss auf den Krankheitsverlauf mit einer deutlichen Reduktion der Fernmetastasen. Und hier nochmal das Nebenwirkungsprofil. Und da wurde natürlich sehr, sehr viel diskutiert darüber, gell? Welche Nebenwirkungen sehen wir? Also ich meine, es ist zum Beispiel auch mal ganz interessant zu sehen, was in der Placebo-Gruppe beobachtet wird. Und hier zum Beispiel, wie sieht es aus bei hormonellen Veränderungen in der Placebo-Gruppe? Und da sehen wir, das kommt auch vor. Das kommt auch vor, aber natürlich viel häufiger, als wir als bei der Placebo-Gruppe in der behandelten Population. Ich muss sagen, das Nebenwirkungsprofil entspricht einfach dem, das wir kennen in höheren Stadien. Und da hat es dann auch in der Diskussion gegeben dazu, wenn wir dieses Nebenwirkungsprofil sehen, das auch dadurch charakterisiert ist, dass wir Nebenwirkungen haben, die nicht mehr verschwinden, wie zum Beispiel Hypothyroidism, also Zerstörung der Schilddrüse und damit substitutionspflichtige Hypothyreose. Ja, wie häufig kommt das und können wir das tolerieren? Weil wir ja wissen, also je besser die Prognose der Patienten, desto mehr Patienten müssen wir behandeln, um wirklich einen Nutzen zu sehen und desto höher das Risiko für die Patienten, die sowieso kein Rezidiv kriegen. Also ich glaube, hier gehen die Diskussionen noch weiter, aber ich glaube, im Vergleich zu dem, was wir in anderen Studien behandelt sind, ist das Risiko dieser Population signifikant. Und wir können also hier die Schlussfolgerungen ziehen, dass wir hier schon bei der frühen Auswertung einen klaren Vorteil haben mit einer Hazard Ratio, die beachtlich ist, 0,65, 35-prozentige Verbesserung ist beachtlich, hochsignifikant. Und dass das, was wir an Nebenwirkungen sehen, mit dem entspricht, was wir sonst kennen. Also wir können das diskutieren. Aber ich glaube, sobald diese Behandlung verfügbar ist, müssen wir dem Patienten diese Behandlung anbieten und die Vor- und Nachteile sehr explizit schildern, insbesondere auch mit dem Schwerpunkt, dass hormonelle Veränderungen einer langfristigen Substitutionstherapie zugeführt werden müssen. Also das sind aus meiner Sicht die Ergebnisse. Und dann gab es natürlich andere große Studien, die endlich vorgestellt werden. Eine sehr spannende Studie ist in diesem Zusammenhang die MasterKey 265. Auch wieder ein sehr kompaktes und überschaubares Studiendesign. Hier geht es um den zusätzlichen Effekt von T-VEC in Kombination zum Pembrolizumab. Und diese Studie wurde auch auf Anraten der FDA wirklich placebo-kontrolliert durchgeführt. Also die Patienten, die in der Placebo-Gruppe hatten auch intralesionale Therapien, also von der Trägersubstanz von T-VEC, während die Verum-Gruppe wirklich das replizierende Virus erhielt. Und wir sehen hier das Studiendesign, jeweils 330 Patienten pro Arm. Das ist eigentlich das Schema, das Sie häufig gesehen haben, wahrscheinlich auf den Kongressen zum Wirkmechanismus von T-VEC. Also dieses Virus macht zwei Dinge. Auf der einen Seite soll es selektiv in den Krebszellen replizieren und diese Selektivität ist theoretisch erzielbar durch Veränderungen an der genetischen Struktur, insbesondere auch in der Interferonsignalübertragungsweg. Diese sind bei Tumorzellen häufig defekt. Und somit sollte dieses Virus selektiv replizieren und dann diese Nekrose von Tumorzellen und Freisetzung von intrazytoplasmatischen Zellbestandteilen soll ganz starke Immunantworten auslösen. Das Virus trägt auch das Gen für GM-CSF, damit soll nur zusätzlich dendritische Zellen angelockt werden. Und diese Kombination von Tumorantigene, GM-CSF, dendritische Zellen soll zu einer Stimulierung des Immunsystems führen. Und ich glaube, dieses Schema kann man eigentlich nicht mehr so präsentieren. Und da muss ich, oder darf ich auch eine Arbeit unserer Gruppe hier anführen. Eine meiner Mitarbeiterinnen, die Frau Dr. Ramelitte, die hat ein Forschungsprojekt durchgeführt zur Anwendung von T-VEC bei primär kutanen B-Zell-Lymphomen.
Diese Lymphome sind insofern sehr geeignet, weil man sie sehr schön aspirieren kann für Fine Needle Aspirates. Und diese Fine Needle Aspirate, die kann man gut analysieren für Single Cell RNA-Seq. Und was auch ein großer Vorteil ist, im Gegensatz zu Exzisionen können Sie natürlich Fine Needle Aspirates mehrfach und an mehreren Tagen nach der Injektion untersuchen. Und was wir eben gefunden haben, ist, insbesondere wenn wir frühe Zeitpunkte nach der Injektion angeschaut haben, ist, dass dieses Virus keineswegs nur in Tumorzellen repliziert, sondern dass das Virus erstens in der Lage ist, eine ganze Reihe von Immunzellen, aber auch Fibroblasten oder andere Zellen des Microenvironments zu infizieren. Und dass es wirklich, und das kann man am Genprofil ablesen, dass es wirklich repliziert in verschiedenen Zellpopulationen. Und damit muss man sagen, ist, dass es dieses Prinzip der selektiven Onkolyse widerlegt. Also ich glaube, wir müssen hier klar sagen, dass T-VEC ein Virus ist, das in verschiedensten Zellpopulationen replizieren kann. Was aber nicht bedeutet, dass es nicht nützt. Also wir sehen auch, dass es zum Beispiel sehr viele NK-Zellen anlockt und dass dieser Influx von NK-Zellen nicht nur in injizierten Läsionen zu beobachten ist, sondern auch in nicht injizierten. Also sehr interessante Beobachtungen. Wenn Sie ein bisschen Zeit haben, schauen Sie diese Arbeit mal an. Gut, aber wir haben dieses Virus wurde jetzt in Kombination eingesetzt und hier glaube ich eine sehr große Enttäuschung auch für mich persönlich, weil ich hatte eigentlich sehr viel erwartet. Wir hatten ja auch an der Phase 1-Studie mitgearbeitet und wir haben auch ja dokumentiert, dass die Injektion von T-VEC in eine Läsion auch zum erhöhten Einfließen von Entzündungszellen in nicht injizierten Läsionen führt, zumindest lokoregional an der Oberfläche. Wir wissen ja von der Optim-Studie, dass die Lokaltherapie wenig Einfluss hat auf viszerale Metastasen. Aber dennoch hätten wir gedacht, dass wir zumindest beim progressionsfreien Intervall einen klaren Vorteil sehen für die Kombination. Aber wie Sie diese Kurven hier einfach ablesen können, das gab es leider nicht und ähnlich sah es auch fürs Gesamtüberleben aus. Also negative Resultate, interessant im Gegensatz dazu, der Einsatz vom T-VEC Neoadjuvant und das war eigentlich eine kleine Phase-2-Studie, die wir vor ein paar Jahren designt hatten und die nur 150 Patienten eingeschlossen hatte zu dem Zeitpunkt, wo verglichen wurde, was passiert, wenn wir vor einer operativen Entfernung 6 Injektionen mit T-VEC durchführen. Also Sie sehen hier die beiden Behandlungsarme. Unten der konventionelle Arm, also Metastase wird identifiziert, wird reseziert. Patienten durften adjuvante Therapien bekommen und die adjuvanten Therapien waren auch gleichmäßig verteilt über die beiden Gruppen, sogar mehr adjuvante Therapien bei den im Kontrollarm der operativen Entfernung. In der anderen Gruppe wurde dann zunächst T-VEC injiziert und dann operativ behandelt. Und wie sahen hier das rezidivfreie Intervall aus, hier nach 3 Jahren Nachbeobachtungszeit? Nun, diese Kurven sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil sie am Anfang erstmal einen Drop sehen, insbesondere einen längeren Abfall des rezidivfreien Intervalls in der T-VEC-Gruppe. Dieser Abfall ist bedingt durch alle Events oder Progressionsevents, die während der T-VEC-Behandlung aufgetreten sind. Und Sie sehen, das sind doch knapp 25%. Während bei den Patienten, die sofort zur Operation gehen, das viel weniger häufig zu beobachten war. Also am Anfang ein klar besserer Start für die Operationsgruppe alleine. Und dann sehen Sie den Verlauf über die Zeit. Schon etwa nach einem halben Jahr sehen wir ein Kreuzen der Kurven und dieser Vorteil für die T-VEC-Gruppe, der ist, bleibt erhalten, auch nach einer 3 Jahre Nachbeobachtungszeit. Und die Unterschiede sind doch signifikant für das Relapse-Free Survival. Sie sind allerdings nicht signifikant für das Gesamtüberleben, was natürlich bei der kleinen Patientenzahl zu erwarten war. Darauf hinweisen, dass die Ergebnisse seit gestern in Nature Medicine zu lesen sind, einschließlich der ganzen translationalen Daten zu den Entzündungsreaktionen, die im Rahmen der Injektionstherapien aufgetreten sind. Also hier Unterschied bei Patienten, die lokal metastasiert sind versus Patienten, die fernmetastasiert sind. Einmal hier in der Monotherapie versus in der Kombination mit Pembrolizumab keinerlei Vorteile, weder fürs Relapse-Free Survival noch fürs Gesamtüberleben. Nun, was gab es sonst Spannendes? Also wir alle
glauben ja an die kombinierte Immuntherapie mit Ipilimumab und Nivolumab, auch wenn die Unterschiede zur PD-1-Monotherapie nicht sehr hoch sind. Und wir alle, glaube ich, haben in unserer klinischen Erfahrung Fälle, wo wir doch über die Nebenwirkungen dieser Kombinationsbehandlung Ipilimumab-Nivolumab ja ins Schwitzen gekommen sind. Ich weiß nicht, ob sie Todesfälle haben, aber man muss damit rechnen, dass in der Größenordnung bis zu 1% der Patienten daran auch sterben können. Ich glaube, wir haben wenig Todesfälle in Zürich, aber es gibt schon immer wieder Situationen, wo es lebensbedrohlich wird. Und dann kann man wirklich nur schauen, dass alles möglichst schnell auf die Reihe kommt, zum Beispiel bei einer Darmperforation oder bei einer Kardiomyositis, dass man das wirklich rechtzeitig merkt und dann eingreift. Also wir sind auf der Suche nach einer besseren, besser verträglichen kombinierten Immunbehandlung und hier ist aus meiner Sicht ein Kandidat. Hier haben wir eine prospektiv randomisierte Studie mit dem Vergleichsarm Monotherapie PD-1 Nivolumab versus der Kombination Rilatlinib und Nivolumab. Das ist ein Antikörper gegen LEG3 und ich glaube, es lohnt sich, etwas über LEG3 zu wissen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das einer der nächsten Antikörper sein wird, der den Eingang findet in die Immuntherapie unserer Patienten. Und ich denke, das wird sich nicht auf das Melanom beschränken. Nun, was ist LEG3? Also das ist ebenfalls ein Oberflächenantigen, das assoziiert ist mit der Exhaustion, also der Erschöpfung von T-Zellen. Und diese Erschöpfung wird gefördert durch die Stimulierung dieses Oberflächenantigens. Und es gibt verschiedene Giganten, die da in Frage kommen. Der wichtigste ist wahrscheinlich Klasse 1. Für die Leber können vielleicht bestimmte Selektine noch eine Rolle spielen oder dann Galaktin. Also wir wissen nicht genau, welcher Ligand der wichtigste ist. Im Moment denken wir, dass Klasse 2 an den Tumorzellen oder auch auf den dendritischen Zellen der wichtigste Ligand ist. Also die Stimulation von LEG3 führt weiterhin zur Erschöpfung der T-Zellen. Also die Blockade macht Sinn, wenn wir eine effiziente Therapie erhalten wollen, ähnlich natürlich wie die Blockade von PD-1. Also diese Kombination scheint vielversprechend zu sein und diese Hoffnung hat sich bewahrheitet hier bei dem progressionsfreien Intervall. Ein deutlicher Vorteil für die Kombination. Und ich würde sagen, die Hazard Ratio liegt in einem ähnlichen Bereich, wie wir sie für Ipi-Nivo beobachtet haben im Rahmen der 067er Studie. Aber, und das ist der große Vorteil, die Verträglichkeit ist doch wesentlich besser. Also wir haben viel, viel weniger schwere Nebenwirkungen. Und die Kollegen von uns, die in der Studie beteiligt sind, haben mir eigentlich versichert, dass sie in der täglichen Praxis nicht unterscheiden können bei dieser placebo-kontrollierten Studie, wer unter Ipi ist und wer in der Kombination ist von dem Anti-LEG3-Antikörper und Nivo und wer in den Nivo-Monotherapiearm. Also Verträglichkeit gut bis sehr gut und Wirksamkeit doch besser wie die Monotherapie mit Anti-PD-1, also etwas, was wir vielleicht in Zukunft gerne einsetzen würden. Und auch andere. Sonst muss ich sagen, ist die Studie eigentlich sehr, sehr gut dokumentiert. Sie sehen hier noch die Disposition der Patienten. Allerdings, was uns fehlt, ist die Responserate. Und da gibt es eben von BMS klare Erklärungen, warum das noch nicht verfügbar ist. Unter anderem, dass viele Patienten kein Staging hatten wegen Covid. Also ich glaube, man muss das so akzeptieren. Wir sind auf jeden Fall schade. Wir fragen jedenfalls danach und wir hoffen dann, dass bei der nächsten Auswertung dann wirklich die Response-Rate kommt. Jetzt hier beim Update zu der ESMO hatte es nur andere sekundäre Endpunkte gegeben, zum Beispiel progressionsfreies Intervall 2 oder Time-to-Next-Treatment, die verbessert waren für die Kombination, aber dann doch nicht so überzeugend sind, wie zum Beispiel eine verbesserte Response-Rate in der kombinierten Immuntherapie, so wie wir sie kennen, für die Kombination Ipi-Nivo. Also da müssen wir noch warten, aber ich denke doch sehr vielversprechende Daten und ein klar positives Signal. Und ich glaube, wir müssen alle uns damit beschäftigen, in welcher Situation eine solche Kombination in der Klinik eingesetzt werden würde. Und dann noch weitere Neuigkeiten, also jetzt auch gerade publiziert, ich glaube, letzte Woche war es, oder vor 2 Wochen ist dieses New England Journal
auf Medicine rausgekommen. Ja, es ist, wir freuen uns natürlich sehr, dass es so hochrangig publiziert worden ist. Und ich glaube, der Grund für diese Publikation liegt auch darin, dass wir jetzt hier ein neues Immunmedikament haben, das vom Bauplan her auch für viele, viele andere Krebsformen in Zukunft verwendet werden kann. Das Molekül hier heißt die Bentafusp. Und was ist das für ein Molekül? Das ist ein sehr interessantes, ein sehr schlaues Molekül. Also es dient dazu, T-Zellen nahe zu den Tumor zu bringen. Also es hat eigentlich eine Funktion, wenn Sie so wollen, wie ein bispezifischer Antikörper. Nun haben wir das Problem, dass solche bispezifischen Antikörper nur dann funktionieren können, wenn das Molekül auch an der Zelloberfläche ist. Und ja, viele Moleküle sind halt nicht an der Zelloberfläche, sondern sind intrazellulär und damit sind sie für Antikörper nicht sichtbar. Sie sind allerdings für T-Zellen sichtbar, weil die Teile davon, also in Form der kleinen Peptide, zusammen im Kontext von Klasse 1 Molekülen an der Oberfläche präsentiert werden. Und das gilt zum Beispiel auch für melanozytäre Differenzierungsantigene wie das GP100. Und wir wissen, dass GP100, also dieses Differenzierungsantigen, sehr stark exprimiert wird beim uveal Melanom und dort kontinuierlich hochreguliert bleibt. Beim kutanen Melanom fluktuiert die Expression stark, negativ, schwach. Beim Aderhautmelanom, die sind auch immer pigmentiert. Also wenn Sie mal Metastasen sehen von diesen Patienten, haben immer pigmentierte Metastasen. Also dieses Antigen ist sehr stabil und wir wissen, dass es T-Zellen gibt, die dieses Antigen erkennen. Und was man dann gemacht hat, man hat einen T-Zell-Rezeptor kloniert, der dieses Peptid von GP100 im Kontext von HLA, in dem Fall HLA-A2, erkennt und hat den verbunden mit einem Linker und einem Effektorteil, ein Antikörper, der CD3 allgemein stimuliert und damit hat man ein T-Cell Redirecting Protein geschaffen. Jetzt, wenn wir wissen, wir haben so viel klonierte T-Zell-Rezeptoren gegen so viele Tumorantigene, so dass ich denke, ja, also dass dieses Prinzip lässt sich eigentlich auf alles Mögliche anwenden. Und ich denke, das macht es auch wirklich so speziell. Also das ist ein Prinzip, das Sie theoretisch auf jedes Onkogen oder mutierte Protein anwenden können, was ein sehr, sehr spannender Ansatz, der Ihnen auch vielleicht CAR-T-Cells ersetzen kann in der Zukunft. Und hier diese Behandlung hat man verglichen zu einem Kontrollarm, der hatte Investigator's Choice, das war entweder Immuntherapie mit Anti-PD-1 oder Anti-CTLA-4 oder DTC. Und Sie sehen hier die positiven Ergebnisse bezüglich Overall Survival. Ein klarer Vorteil, eine deutliche Verbesserung zur Behandlungsgruppe mit dem Tibentafusp, also diesen neuen Protein. Und interessanterweise konnte dieser Nutzen mit der Bildgebung nicht klar dokumentiert werden. Sie sehen hier das progressionsfreie Intervall. Hier sind die Unterschiede eigentlich minimal. Ja, eigentlich ein bisschen erstaunliches Ergebnis und jetzt für die Immuntherapie auch insofern neu, dass wir sagen müssen, die Ergebnisse der Bildgebung spiegeln nicht den Einfluss auf das Gesamtüberleben wider. Und jetzt bei der ESMO gab es auch gerade Ergebnisse dazu, dass man dass das Imaging nicht so gut funktioniert hat. Aber was gut funktioniert hat, und das macht es vielleicht auch noch sehr interessant in diesem Zusammenhang, ist, dass hier die Circulating Tumor DNA wirklich besser geeignet war, das Therapieansprechen zu dokumentieren, als die Bildgebung. Da muss man ein bisschen ausholen, weil die Circulating Tumor DNA bei uvealen Melanom ein bisschen kompliziert ist. Die haben also wenig Mutationen prinzipiell. Am häufigsten sind die Gna- und Knack-Mutationen und Sie sehen hier so dieses Muster. Also man muss dann also schauen, welche Mutation liegt bei dem individuellen Patienten vor und dann an welche Stelle und dann die entsprechenden Primer designen. Aber man konnte klar zeigen, dass die Reduktion der Circulating Tumor DNA mit einem verbesserten Gesamtüberleben oder auch mit einer Response verbunden war. Also hier etwas, was in Zukunft ebenfalls relevant werden kann, dass wir anstatt einer Bildgebung oder zumindest in Ergänzung zur Bildgebung die Circulating Tumor DNA bestimmen werden. Na, kann also sagen, es hat viele spannende Dinge gegeben in Paris. Leider war der Kongress nicht für das Publikum direkt verfügbar, aber die Faculty war vor Ort. Und ja,
Christo hat ja extra den Arc de Triomphe verändert oder seine Pläne geschmiedet, damit das gerade zufällig am gleichen Zeitpunkt war. Paris war sehr spannend und nächstes Jahr findet die ESMA auch wieder in Paris statt und vielleicht können wir uns dann auch persönlich sprechen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ausgezeichnet. Reinhard, vielen herzlichen Dank für den schönen Überblick. Ich greife gleich mal die erste Frage aus dem Publikum oder von den Zuhörern auf. Wie oder kommt man überhaupt an Deventerfuß Peran? Also die Firma hat jetzt ein Compassionate Use Programm in Aussicht gestellt und wir nehmen daran teil. Also ihr könnt uns Patienten schicken, wenn sie HLA2 positiv sind. Das Problem ist, dass natürlich nur das Medikament gratis ist und die medizinische Versorgung leider von den Krankenkassen übernommen werden muss. Ja. Und sonst müsst ihr schauen, wer in Österreich in dem Compassionate Use Programm ist. Ich könnte mir vorstellen, dass die Wiener mit drin sind. Aber ich weiß es nicht genau, sonst kann ich auch den Kontakt gerne vermitteln zur Firma, wo man auch fragen kann. Ja, perfekt, super. Eine Frage, die mich etwas umtreibt. Du hast die Nebenwirkungen von der adjuvanten Immuntherapie etwas betont und du hast im abschließenden Vortrag die zirkulierende Tumor-DNA gezeigt und du hast gesagt, wir müssen irgendwo besser werden in der Selektion der Patienten für die adjuvante Immuntherapie. Und wenn ich das jetzt zusammenbringe, hilft uns die zirkulierende Tumor-DNA hier weiter, um die Selektion für die adjuvante Therapie besser zu machen? Meine persönliche Meinung ist ja. Ich denke, meine persönliche Meinung ist, dass uns das wirklich sehr, sehr helfen wird in der Zukunft. Wir müssen allerdings an den Daten noch arbeiten. Also wir haben Daten von zum Beispiel von der negativen Studie für Avastin, wo wir das klar sehen, dass die progredierenden Patienten hier nicht negativ werden. Wir sehen das im metastasierenden Stadium, dass das gut korreliert. Und ich glaube, dass diese Circulating Tumor DNA auch sowas, vielleicht auch die Ergebnisse von der neoadjuvanten Therapie ersetzen kann, die Histologie. Also ich bin jemand, der also sehr optimistisch ist und die Forschung in diesem Bereich vorantreibt oder wir versuchen auch da ein bisschen mit Evidence zu erzeugen. Ich halte das für eine sehr spannende Geschichte, die uns hoffentlich in der Onkologie viele Entscheidungen abnehmen wird. Gut, nochmals an die Zuhörer, also wenn es Fragen gibt, bitte diese über die Chat-Funktion einfach hineinschreiben und ich erreiche sie dann den jeweiligen Referenten weiter. Eines wäre noch spannend. Wir hatten ja immer bei den dicken Melanomen, wie du die so schön genannt hast, die Frage gehabt, ulzerierte Interferon. Das war ja die einzige Indikation, wo wir das Interferon noch gegeben haben. Jetzt ist der Zugang zum Interferon relativ schwierig. Und wenn ich mir die Daten, jetzt war da so die Hoffnung, können wir die Immuntherapie Pembrolizumab bei diesen Tumoren einsetzen. Und wenn ich mir aber hier diese Subgruppenanalyse anschaue, dann denke ich mir, ja, was mache ich denn nun mit den ulzerierten oder mit den dicken Tumoren? Ja, also ich glaube, diese Subgruppenanalyse, von der soll man sie nicht durcheinander bringen lassen. Das ist noch zu früh und das kann ein Artefakt sein. Und ich denke, insgesamt der Effekt von Interferon ist ja so marginal, so dass ich denke, also Interferontherapie beim Melanom, das brauchen wir heute wirklich nicht mehr. Da haben wir viel bessere Dinge, auch wenn wir denken, auf CTLA-4 alleine wäre schon besser. Aber es ist kein Thema. Ich glaube, es kommt auch für die dickeren Ulzerierten. Das kann eigentlich fast nur ein Artefakt sein. Also da traue ich dem Interferon nicht nach. Aber wo ich ein bisschen nachtraue, ist beim Kaposi-Sarkom zum Beispiel oder bei kutanen Lymphomen. Da kämpfen wir immer mit den Kassen, dass wir dann pegeliertes Interferon bringen. Also hier glaube ich, ist Interferon schon noch ein Baustein, den man ganz gerne in seinem therapeutischen Repertoire dabei hat. Gut, Frage ist keine mehr. Vielleicht nur eine zur neoadjuvanten Therapie. Wir sehen ja, die Immuntherapie geht immer weiter vor in die Neoadjuvanz. Du hast es mit T-VEC gezeigt. Wie siehst du die weitere Entwicklung in der neoadjuvanten Therapie? Also wir hatten da auch bei der ESMO eine controversial Discussion dazu, weil natürlich die neoadjuvante Therapie heute schon sehr spektakuläre Resultate hat und die Gruppe hatte ja publiziert auch in Nature
kürzlich die Zusammenfassung mehrerer Studien, wo wir sehen, dass halt dann die Patienten mit einer kompletten histologischen Remission eigentlich keine Rezidive mehr kriegen und gar keine weitere Behandlung mehr brauchen. Aber Vorsicht, einfach Vorsicht, gell? In dieser Kurve, die da auch überall gezeigt wird, sind letztendlich bei 2 Jahren stehen da nur noch 50 Patienten oder so drin. Also haben wir wirklich keine gesicherten Langzeitdaten. Und ich habe das mal zusammengerechnet. Für die konventionelle adjuvante Therapie haben wir über 3000 Patienten in prospektiv randomisierten Studie, die alle ähnliche Ergebnisse zeigen. Und das andere Problem ist natürlich die Bezahlung. Also wir in der Schweiz, wir können außerhalb von klinischen Studien nicht einfach PD-1 und Anti-CTLA-4 einsetzen für eine neoadjuvante Phase. Da müssen wir, wenn wir das machen würden, da müssen wir einfach lügen. Und das machen wir einfach nicht. Das ist zu riskant. Also ich glaube, wir müssen schon in den Zulassungen bleiben und neoadjuvante Studien vorantreiben. Also wir haben jetzt auch ein neoadjuvante Studien, das war die eine, die wir vorgestellt haben. Wir haben jetzt hier eine Basket-Studie, wo wir auch verschiedene Kombinationen einsetzen. Und wir wollen das Projekt auch mit der großen Studie, die international geplant ist, unterstützen und dann auch die Patienten da einbringen im Rahmen von klinischen Studien. Und solange wir diese Ergebnisse nicht haben, glaube ich, sollten wir konventionell adjuvant behandeln. Gut, noch eine Anmerkung von den Zuhörern. Interferon ist nicht mehr lieferbar. Ich glaube, die Frage zu Interferon ist out. Das hast du ganz klar gesagt. Also ich glaube, die Zukunft wird die Immuntherapie im adjuvanten Setting sein. Genau. Also hier in der Schweiz gibt es nur noch das pegylierte Interferon von Roche. Mhm. Und da kämpfen wir bei, zum Beispiel für Kaposi-Sarkom habe ich jetzt kürzlich dafür gekämpft und wir haben ein paar Patienten mit primär kutanen T-Zell-Lymphomen, die auch unter pegylierten Interferon sind, weil die anderen Interferone eben nicht mehr verfügbar sind. Mhm. Gut, vielen herzlichen Dank an beide Referenten, Professor Moschen, Professor Dummer. Es war mir eine Freude. Ich möchte mich nochmals entschuldigen für die initial technischen Probleme. Die müssen wir jetzt nachher im Nachgang noch lösen. Vielen herzlichen Dank an die Firma BMS, ohne die heutige Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre. Herzlichen Dank für die Unterstützung und ich freue mich auf den 19.10. in 2 Wochen auf die nächste Veranstaltung in der HR-Treat-Reihe Post-EHA-ICML Hämatologie-Kongress-Highlights. Ich glaube, es wird wieder enorm spannend. Professor Staber, Dr. Machendl-Spandl. Also ich glaube, es wird wieder sehr, sehr interessant. Ein herzlichen Dank an alle Zuhörer, Mitdiskutanten, alle, die heute dabei waren und wir sehen uns am 19.10. wieder. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Abend. Viele Grüße an alle, bleibt gesund. Ebenfalls, danke, tschüss. Guten Abend, tschüss. Wiederschauen, tschüss. Danke.